Ja, hallo, hier ist wieder Chrillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, wir haben beim letzten Mal ja hier angefangen, also zur Chrillo Challenge, um genauer zu sein. Beim letzten Mal hier angefangen, die Sauerstoffversorgung zu bauen. Das werden wir jetzt in diesem Video hoffentlich fertig bekommen. Dafür machen wir jetzt zum einen mal hier schon den Filter, den wir einstellen. Und planen zum anderen hier mal unsere Gasleitung in Richtung hier oben zum Aether. So, dafür müssen wir das so machen. Dann brauchen wir hier ein paar Gasbrücken. So. Das schon mal soweit. Dann können wir eigentlich hier... Ja. Freigraben, und was wir auch machen können, diese 4 Ziegel zerlegen, weil wir müssen da Türen drunter bauen, damit wir den bei Bedarf ausschalten können. So, das zum einen. Dann müssen wir unsere Schnarcher mal ein bisschen neu sortieren. Also in diesem Zimmer schläft der Andreas. Das macht nicht so viel Sinn, dass der mit im Schnarcherzimmer ist. Den packen wir nach hier, genauso wie Frankie, der noch gar kein Bett hatte, glaube ich. So, und dann haben wir hier Hassan und Sonnenwind. Sonnenwind kommt hier mit ins Schnarcherzimmer. So, und ja, dann können wir Moorman auch aus dem, weil das hier oben wird das zweite Schnarcherzimmer, damit rausnehmen. So, und dann kommt Hassan hier oben ins Bett. Das, so, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann müssen wir uns noch um die... Ah ne, das passt sogar zufällig. Hunter, Sonnenwind, Hassan sollten in eine Schicht, sind sie jetzt. Dann können wir Frankie, Liam und Glevisch noch in eine andere Schicht packen. Frankie... Liam ist sehr einfach zu finden an dem blauen Haar. Und Glevisch. Da. So, dann haben wir da schon mal ein bisschen mehr Ordnung drin. Was wir dann außerdem noch brauchen, und sind nämlich die Speisesäle. Nicht die Speisesäle an sich, aber der Platz darin ist uns ausgegangen. Deswegen werden wir hier einen weiteren bauen. Eins, zwei, drei, vier. Dann bleiben 2 frei und 2 weitere. Einer frei und nochmal 5. So, Wasserkühler. Und 2 Skulpturen. So, dann brauchen wir noch 2 Türen. Fertig ist der Raum. So, dann ist mir hier was aufgefallen, nämlich uns fehlt hier ein Waschbecken, weil wir können ja jetzt hier auch in diese Richtung raus. Das bringt natürlich so herzlich wenig. Diesen können wir schon mal auf beide Richtungen umstellen. Und dann müssen wir hier das ändern. In dem Zusammenhang müssen wir hier aber auch was anderes ändern. Wir müssen nämlich hier überall das ändern auf isolierte Rohre. Das schließen wir da an, aber hier würde ich mal gerne als erstes machen. So, müssen wir eine Brücke haben, wo dann nämlich das Wasser aus, oder die Flüssigkeit aus verschiedenen Richtungen zusammenlaufen kann und an der Gasbrücke dann vernünftig verbunden wird. So, das ging Gott sei Dank sehr schnell. Jetzt müssen wir hier mal zügig eben aufwischen. Wo wir nämlich die Flüssigkeit überall haben. So. Das würde ich auch mal gerne schnell bauen, dass wir nicht noch mehr Keime überall hin verteilen. Das Problem haben wir hier an dem anderen, ja, an der anderen Toilette nicht. Und was ich dann in dem Zusammenhang auch mal direkt, das machen wir mal aber wieder mit Priorität 5, hier die gesamten Leitungen ersetzen mit isolierten Leitungen. So, da haben wir es schon. Hier noch nicht. Hier brauchen wir es eigentlich nicht, weil wenn Wasser von hier unten kommt, das ist eigentlich nicht so warm, als dass es bedenklich ist. Ja, dann haben wir das eigentlich auch alles. Was dann hoffentlich nach und nach ersetzt wird. Ja, was? Die Geschichte hier oben darf ich nicht aus den Augen verlieren. Dann können wir hier an einem Stein... Ach ne, das habe ich glaube ich schon auf Eierschale gestellt. Ja, das hatte ich schon. Sehr schön. Ja, dann müssen wir hier nochmal wieder ran. Die beiden Türen. Nummer 1, Nummer 2. Dann würde ich auch gerne direkt die Automation dazu bauen. Mit einem Thermosensor. So, und dann bauen wir diesen ganzen Raum hier aus. Nimm mal ruhig Obsidian, ist thermisch reaktiv. 1, 2, 3, 4. Ich möchte den Raum gerne so bauen, dass wir hier 4 Leitungen durchlegen können. Jetzt müssen wir hier natürlich noch ein bisschen was ändern. Achso, die Leiter müssen wir hier noch um 1 verlegen, weil wir müssen ja auch hier eine Mauer drum zubauen. Das machen wir dann mal so. Vielleicht schon hier anfangen, weil wenn da ein Ziegel hinkommt, dann müssen wir hier auch rüberkommen. Okay, so, wie schaut es hier unten aus? Recht gut. Wir müssten hier noch einmal durchwischen. Und ich glaube, hier unten macht es durchaus Sinn, das einmal freizugraben, dass wir nicht die Gefahr haben, dass hier Wasser wieder reinläuft und irgendwas verstopft. So, hier. Wenn wir einen Ziegel hinbauen, dass auch hier kein Wasser mehr hinläuft. Können wir dann auch einmal aufwischen. Das gibt nur immer eine nasse Füße-Debuff, den wollen wir nicht. So, hier noch auf Wasserstoff gestellt. Dann haben wir alle eingestellt, ja. Ich denke, dann lasse ich hier nochmal eben auf... Oh, wo erstickt jemand? Ah, shit. Blade. Einmal da graben. Und da. Und das sollte, müsste, dürfte noch rechtzeitig gewesen sein. Ja, Gott sei Dank. Okay, scheinbar haben wir jetzt hier recht viel Wasser. Das ist nämlich das saubere Wasser, was von oben vom Freigraben kommt, hier jetzt auch noch wieder reingelaufen ist. Ja, die lassen wir da mal eben weiter wuseln. Wir planen in der... Oh, da haben wir direkt das nächste Problem. Das können wir, glaube ich, recht einfach so lösen. Das dürfte Okay, knapp, aber es hat noch funktioniert. Ja, die Einstellung lassen wir für den Moment mal so, dass die Tür hier geschlossen ist, gefällt mir durchaus. Hier brauchen wir mal eine Leiter, damit wir hier oben ran können. Okay, so, jetzt müssen wir hier entgegengesetzt planen. Da kommen wir mal von hier, würde ich sagen, und gehen hier hoch. Und wir müssen im Grunde hier ankommen. Würde ich das mal ups, so planen. Also 1, 2, 3, 4 Ziegel, so da ankommen. So. Und ich würde dann gerne hier eine Leiter bauen, um zu vermeiden, dass sich hier nochmal jemand irgendwo festhaut. Und die können weg. Da müssen Ziegel dann hin. Ja, recht viele Aufträge, wie immer, man kennt's von mir. Achso, noch was anderes, was ich vergessen habe. Diese hier, oh. Die Geschichte hier war eigentlich ganz anders gemeint. Es war ein Kommentar von Kerstin. Ich werde mich übrigens auch in Zukunft wieder mehr bemühen, euch in den Kommentaren zu erwähnen. Das, ich habe mir extra meine Excel-Notizliste, die ich für solche Sachen habe, dahingehend geändert, dass ich mir bei einem Tipp, den ich mir notiere, jetzt in Zukunft auch dazu schreiben kann, von wem der Tipp kommt, und ja, dass da in Zukunft keine Missverständnisse mehr gibt. So, was ich euch hier zeigen wollte, ja, kann ich gleich erst, wenn die Sachen zerlegt sind, das dauert ja doch einen Moment. Kommen wir gleich zurück. So, das hier ist jetzt passend eingestellt, das muss auf Richtung nach links. Ja. Okay, so, hier haben wir jetzt einen, die ersten sind sogar alle drei gleich schon zerlegt. So, was hier jetzt gemeint war eigentlich, war schon Wärmetauschplatten, aber was ich nicht wusste, die kann man auch aus Eis bauen. Und es sind 800 Kilogramm, die dann, hoffe ich zumindest, verhältnismäßig schnell schmelzen werden. Ich habe hier oben jetzt zwei Ziegel mal zur Sicherung gebaut, weil ich eben nicht sicher bin, ob dieses Wasser einfach runterfällt oder ob das auch zur Seite läuft. Das müssen wir dann mal, ja, beobachten. Ist gleich schon fertig. Ich weiß auch nicht, wie schnell sich dann hier die Temperatur verändert. Na, los. So, jetzt haben wir hier. Oh, aber das war sehr schnell. Und es fällt direkt perfekt runter. Dann können wir ja die beiden wieder entfernen. Und hier würde ich am liebsten einen Dauerauftrag draus machen, aber das geht, glaube ich, nicht. Mal schauen, ob das hier unten auch so schnell geht. Ich vermute mal eher nicht. Nee. Gut, aber da wissen wir, dass wir das hier machen können. Und theoretisch können wir ja mal das dorthin verlängern und diese Wärmetauschplatten nach dahin. Vielleicht hilft das ja, dass das dann alles immer sehr schnell schmilzt. Werden wir alles mal austesten. So, jetzt ist diese Sache hier eigentlich soweit fertig, dass wir die Türen auf... Na, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen wischen, aber auf Auto setzen können. Ein letztes Mal durchwischen. Und dann brauchen wir hier natürlich etwas, um das Ganze mal in Schwung zu bringen. Ich denke, da sollte ein Hamsterrad genügen. Okay, die Leiter ist soweit fertig, dass es damit keine Probleme geben dürfte. Okay, geht's hier weiter mit der Radiator Gasleitung Nummer 1 läuft dann hier entlang, Nummer 2 hier, und dann haben wir ja noch Platz für eine dritte, vierte Leitung, die dann hier runtergehen können und hier dann rüber, wenn wir quasi das ganze Setup hier nochmal daneben kopieren oder wohin auch immer oder hier drunter. Muss man mal schauen. Jo. Und dann wollte ich ja eigentlich auch planen oder bauen. Duschen. Und die kommen jeweils hierher. Mit Platz für Statuen dazwischen. Wobei... Ihr hattet ja aber mir schon geschrieben, dass ich immer nur dieselben Dekorgegenstände baue. Und das ist auch tatsächlich so, weil ich mich damit noch 0,0 auseinandergesetzt habe. Das werde ich jetzt mal in den nächsten Tagen auf jeden Fall machen. Aber was wunderbar passt, sind über die kleinen Skulpturen noch Hängepflanzen darüber zu bauen. Also wenn wir jetzt mal hier in Mist, in diesem Badezimmer so planen, wollte es eigentlich alles auf 5 aussetzen. Damit erst diese Geschichte hier fertig wird. Und das können wir jetzt auch mal, oder sollten wir Entschuldigung, ein wenig priorisieren. So. So, das hier läuft schon langsam. Das ist sehr gut. Haben wir natürlich zu Beginn noch relativ viele Abfallprodukte. Was machen wir mit denen dann? Wir können ja da mal einfach einen Gasabzug zwischensetzen und wir machen hier einen hin. Hier ist der Druck sehr gering, dass wir die auf jeden Fall, ja, die ersten Gase, bis hier was Vernünftiges mal rauskommt. Ah, shit, ich habe was vergessen. Atmosensor. Einmal, zweimal. So, dann müssen wir zumindest diese Tür hier nochmal wieder öffnen. 8, 8, so. Das sollte gleich alles zeitnah fertig werden. Hier haben wir jetzt 2 Gasabzüge, dass das Ganze schon mal laufen kann. So, und ihr sollt bitte nur laufen bei über 500 Gramm. Das gleiche gilt für dich. Ich hätte jetzt auch die Einstellung kopieren können, aber naja. Das stockt jetzt halt immer wieder, weil wir noch ein Stromproblem haben. Das werden wir auch so lange behalten, bis diese Leitung hier mit Wasserstoff gefüllt ist. So, hier müsste ich jetzt mal bitte schnellstens fertig werden, weil sonst wird es hier sehr kalt für unsere Duplikanten. kommt schon. 2 Elemente noch. Da, ich wollte gerade sagen, da wird das Material geliefert, aber das ist erstmal für hier oben. Jetzt aber. So, sehr schön. Jetzt können wir das hier ändern. Genau, so. Und wenn es jetzt wärmer als 20 Grad wird, dann schließen sich die Türen wieder. Jetzt könnten wir hier unten zumindest mal... Ne, das machen wir nicht mit Ziegeln. Das machen wir mit Leitern. Wenn hier doch nochmal jemand rein muss, das... das auf jeden Fall hinkriegen, dass man da rein und rauskommt, ohne dass man Angst haben muss zu ersticken. So, hat da noch eine Tür dazu. Perfekt, dann haben wir das schon mal bis hierhin erledigt. Das mit den Auslässen können wir noch eine Zeit so lassen, bis wir das fertig haben, weil da ist die Sauerstoffproduktion nicht umsonst und das hilft ja auch, wenn wir hier ein bisschen Sauerstoff haben. Gut, dann geht's mal weiter. Das ist Leitung Nummer 1. Ups. So, und diese soll ja eher... Ach Mensch. In südliche Richtung. Oh. So. Hierher. Und ich würde hier schon mal den ersten... Machen wir das dann am schönsten. Würde sagen, so können wir da die isolierte Gasleitung abbrechen, dass es da mit einer Brücke weitergeht, aber wir haben trotzdem hier einen Gas, die Möglichkeit, einen Gasabzug zu bauen. Ja, das ist doch so durchaus vielversprechend. Das Hamsterrad läuft noch, aber wir haben schon über die Hälfte hier gefüllt auf dem Weg. Es sollte so ganz lange nicht mehr dauern. Ja, das klappt tatsächlich sehr gut. Aber die hier unten nicht, die werden sehr viel langsamer flüssig, aber insgesamt gefällt mir das. So, das ist jetzt die innere Leitung. Ach Mist, jetzt können wir ja das wieder schließen. Die innere Leitung, das heißt, es ist dieser Abzug, den wir jetzt zerlegen müssen, und dann sollte nämlich gleich der Sauerstoff schon hier ankommen. Das werden wir uns noch schnell ansehen und dann wird es auch höchste Eisenbahn für mich. Was anderes noch, ich glaube, wenn dieses Video online gegangen ist, hat es das erste Mal seit langer Zeit ein Tutorial gegeben. Es wird da um die Viehzucht gehen. Ich wollte eigentlich ein gesamtes Viehzucht-Video machen. Das ist aber viel zu viel Stoff, um das zusammenzufassen. Deshalb wird es da mehrere Videos geben. Und ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch das Video auf jeden Fall an. Wird einige interessante Informationen bereithalten. Ja, das mit dem Sauerstoff läuft jetzt sehr schön. Der kann dann hier gleich rausgelassen werden. Hat zudem noch den Effekt, dass er sehr kühl ist. Vermutlich noch zu kühl. Ja, minus 18 Grad. Ich denke, das wird aber auf Dauer, gerade wenn hier 4 Leitungen mal durchlaufen, durchaus schon so sein, dass wir da in unseren Zielkorridor oder in unseren Zielbereich bekommen, was die Temperatur betrifft. Das, hier fehlt noch die Automation. Die gebe ich auch noch schnell in Auftrag. Ja, aber dann sind wir auch gleich fast da, dass wir da einen Wasserstoff haben. Dann wird es sicherlich noch ein paar Minuten dauern, dass hier immer noch mal jemand aufs Hamsterrad muss, bis wir hier einen vernünftigen Füllstand haben. Aber irgendwann sollte das dann laufen. So, hier wird es jetzt merklich kühler, dass auch unseren Mehlhölzern hier helfen wird. Ja, schön, okay. Ah, und ich Trottel hab vergessen hier. Ah, shit. Shit, shit, shit. Ja. Ist jetzt die Challenge verloren? Ich weiß es nicht. Oh, shit. Müsst ihr entscheiden, ob ich die Challenge verloren habe oder nicht. Ich suche trotzdem mal jemanden aus und mache erstmal so weiter. Wie gehabt. Plus 5 Stärke, Devil, was? Ich glaube, wir nehmen mal dich. Ja. So, und ich habe auch tatsächlich wieder ein paar Namen auf meiner Liste. Panther ist der nächste. Drucken. Da müssen wir dich ja auch noch schnell einen Beruf hinzufügen. Ich hätte nämlich gerne noch. Ah, Frankie habe ich auch keinen Beruf eingeteilt. Okay, mit Panther einen Architekten und mit Frankie jemand in der Landarbeit. So, Panther, Architekt. Müssen wir auch hier noch auswählen. Panther, Architekt und Frankie. Landarbeit. Ja, ich kann mich nur... Shit, das habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich hoffe, das war nicht allzu lange und schlimm. Oh, Simsa. Geht aber ihr Wissenschaftsding jetzt echt gegen den Strich. Schauen wir doch mal. Ja, es fehlt leider immer noch ein bisschen. Ich habe auch gar nicht dran gedacht, die Forschung auszuwählen. Also alle Sachen, die ich jetzt in diesem Video vergessen habe. Ja, sorry. Aber trotzdem müssen wir jetzt schnell zum Ende kommen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Verzeiht mir meinen Fehler. Und ja, bis dahin. Bye, bye.